Ich bin zu alt für sowas. Was ist jetzt bitte passiert? Oh mein Gott. Ja, und damit auch herzlich willkommen hier bei Let's Play The Witcher 2, hier wieder bei einer weiteren Folge. Ach Mann. Ja, diese Kapelle soll wohl wichtig für den sogenannten Blutfluch sein, der über das Land hervorgeht. Aber scheinbar ist hier gerade nichts, oder? Der Fluch? Ach du Scheiße. Oh, weiß nicht, ob ich das irgendwem erzählen sollte. Auf dem Wege zur Erleuchtung. Ja, ich würde mal sagen, zack, runter. Erzähl dem Visionär von deinen Visionen. Oh mein Gott. Ja, da so hoch kann ich jetzt bestimmt nicht, oder? Nee, ich glaube, das geht nicht. Sieht aber irgendwie interessant aus. Wohin führt der Weg überhaupt? Naja, wir sollen nämlich zum Visionär, denn der hat uns diese Aufgabe gegeben, das zu tun. Und scheinbar war das wohl überhaupt nicht effektiv gerade. Ich merke es gerade zumindest, dass es nicht so effizient war. Und ihr wisst ja, hier herrscht eine Art Fluch, falls ihr erst jetzt eingeschaltet habt, den wir stoppen sollen, um natürlich auch den König Henselt von seinem Fluch zu befreien. Und der Verursacher dieses Fluches war eine Zauberin namens Sabrina. Ja, nicht Simsalabim Sabrina, sondern eine Zauberin, die es auf König Henselt abgesehen hat und damit... Ach du Scheiße. Papien. Shit. Nix da. Okay, egal. Die müssen wir jetzt erstmal ignorieren. Wir gehen erstmal direkt zu dem Visionär. Da liegt was auf dem Boden. Einen Moment. Ein bisschen stalken. Notizen. Tada. Aha. Welche denn? Ich habe die Nacht an Sabrinas Pupillen verbracht. Was ist das denn? Ich suche nach Gegenständen, mit denen ich den Fluch vom Schlachtfeld nehmen kann. Na gut, sagen wir einfach mal... Ich habe die Nacht an Sabrinas Pupillen Auftrag verbracht. Auftrag erledigt. Erzähl, was hast du gesehen? Ach, Sabrina haben wir bestimmt nicht gesehen. Einen seltsamen Wald und eine riesige Henne. Ich erzähl's dir ein anderes Mal. Könnten wir natürlich auch sagen, aber wäre Blödsinn. Ach Kacke, das ist jetzt blöd. Sabrina haben wir nicht gesehen, das ist klar. Die Schlacht von Bergen auch nicht, aber einen seltsamen Wald. Das ist klar wie Kloßbrühe. Halt mich für verrückt, aber ich war in einem Wald aus riesigen Pilzen und sah im Dickicht ein Riesenhuhn vor sich hinpicken. Oh, das erleichtert mich. Ich habe seit Wochen Visionen von diesem Huhn im Pilzwald. Dachte schon, ich wäre übergeschnappt, aber offenbar sind einfach nur meine Kräuter zu alt. Werde wohl mal frische besorgen müssen, aber genug davon. Was wolltest du mich fragen? Du bist sicher gut über die Umstände von Sabrina Glevisigs Tod informiert. Sabrina Glevisig hat das Reich der Lebenden verlassen, um über uns alle zu wachen. Ja, mehr nicht? Erzähl mal über Henselts Fluch. Ihr wisst ja, Henselt ist der König Henselt, der König von Catwin. Hast du von dem Fluch gehört, mit dem Sabrina den König belegt hat? Selbstverständlich. Eine wohlverdiente Strafe. Ausgesprochen vom edelsten aller Münder. Der König hat der Zauberin ein schreckliches Schicksal bereitet. Sie erniedrigt und verbrannt. An ein Rad genagelt und auf den Scheiterhaufen geworfen. Sie litt Schmerzen, die sich normale Menschen gar nicht vorstellen können. Doch als die Flammen ihr bis zur Taille reichten, schrie sie nicht. Sie sagte vielmehr die Worte, die vom baldigen Ende König Henselts kündeten. Ein fallender Stern durchschneidet den Himmel und markiert mit einem Blutschweif seinen tödlichen Weg. Narren lassen sich von Fischschuppen blenden, die in Quadrate gleißenden Goldes gebannt sind. Das Einhorn bricht uraltes Recht und beschleunigt die Ankunft der gerechten Strafe. Sie hat so furchtbar gelitten. Ein barmherziger Soldat setzte ihren Qualen ein Ende und durchbohrte ihr mit einem Spieß das Herz. Ach du Scheiße. Na gut, weißt du, was mit dem Spieß geworden ist? Gibt es irgendeine Möglichkeit, den Spieß wiederzufinden? Es war schon so lange her, aber wenn ich mich recht entsinne, hat ein anderer Soldat den Spieß an sich genommen. Es ist der Lump, der bis auf den heutigen Tag mit Andenken an unsere gnädige Herren handelt. Oh mein Gott. Warum zündet ihr überhaupt Kerzen für sie an? Was hat das für eine Bedeutung?
Was unterscheidet Sabrina von anderen Zauberern, die auf dem Scheiterhaufen endeten? Die anderen waren zu Lebzeiten stark. Sabrinas Macht erblühte erst, als der Tod nach ihr griff. Sie ließ dem Soldaten, der ihre Leiden verkürzte, ihren Schutz angedeihen. Nie musste er sich fürchten, wenn er allein durch die Dunkelheit ging. Hast du die Gegend gesehen? Bestien und Monster überall. Jahon aber, der barmherzige Soldat, schritt im Schutze von Sabrinas Zauberkraft und kein Geschöpf der Dunkelheit konnte sich ihm mehr nähern. Oh Gott. Na gut. Also etwas wie Schutz, ich verstehe. Na, aber ich habe eigentlich noch mehr Fragen an diesen Schweinepriester. Ich hätte noch andere Fragen. Ich will mehr über Sabrina erfahren, das wäre natürlich gut. Oder natürlich nach Gegenständen, mit denen ich natürlich den Fluch vom Schlachtfeld nehmen kann. Eine Geisterschlacht hat dieses Tal heimgesucht. Was weißt du darüber? Es ist ein Ort des Grauens. Man kann noch immer den klirrenden Stahl und die Schreie der Sterbenden hören. Wenn du ihren Schmerz lindern willst, sollst du wissen, dass Sabrina dir wohlgesonnen ist. Ohne die Artefakte schaffe ich das nicht. Ich brauche aktive magische Überbrücker, zurückgelassen von denen, die in der Schlacht fehlen. Sie stehen für Glaube, Mut, Hass und Tod. Glaube? An was diese Soldaten auch immer geglaubt haben? Sie wurden betrogen. Mut, Hass, Tod. Davon gab es mehr als genug. Vor allem vom Tod. Doch ich erinnere mich an einen Ritter, der die Gefahr ignorierte und eine Handvoll Soldaten gegen die überwältigende Übermacht führte. Es war Selkirk von Guleta, Demavens bester Mann. Als Vandergriffs Kohorte ihn vom Rest der Armee abgeschnitten hatte, stürzte er sich furchtlos auf den Besucher. Wenn du ein Symbol für Mut brauchst, dann finde seine Rüstung. Oh, eine Rüstung. Wie geil ist das denn bitte? Wir haben uns ja neulich eine neue Rüstung gekauft. Und das ist jetzt die ich gerade anhabe. Aber noch eine neue Rüstung? Wie geil wäre das denn? Weil bei The Witcher 1 war das auch der Fall. Ihr könnt euch bestimmt erinnern. Sage mir nochmal, was du über Sabrina weißt. Was genau möchtest du wissen? Na gut, mehr brauchen wir ja eigentlich auch nicht. Wir haben ja alle unsere Fragen so ungefähr oberflächlich beantwortet bekommen. Leb wohl. Oh mein Gott, frag im Ketvanischen Lager nach Zeltkirks Rüstung. Hol dir die Spießspitze vom Reliquienhändler? Aha, Reliquienhändler, ich verstehe. Und hier sind überall noch Visionen. Beziehungsweise Notizen. Schauen wir uns das mal kurz an. Mein Weg zum Licht, drittes Fragment. Für die Leute, die natürlich lesen wollen, einfach mal Schluss drücken. Beziehungsweise Stopp drücken. Dann haben wir natürlich noch 3. Ah, das haben wir ja gerade gelesen. Natürlich 2 jetzt. Das auch nochmal für die Leute, die natürlich lesen wollen, einfach mal Stopp drücken. Natürlich für die Hintergründe, die natürlich ein bisschen hier über diesen Visionär wissen wollen. Oh. Ich glaube, das war zu viel des Guten. Ja, nicht, dass das auch wie so ein Wachmann ist, der dann die ganze Zeit zu Prostituierten hingeht und dort bettelt oder sowas. Gibt ja sowas mittlerweile hier in diesem Spiel. Und das finde ich halt natürlich auch charakterlich sehr gut gestellt. So, und jetzt können wir theoretisch hier über die Strände. Was war denn hier los, bitte? Wie geil sieht das denn bitte aus? Oh Mann, das da hinten sieht ja aus wie bei Far Cry 4, die Himalaya-Gebirge. Haha. Und hier ist eine Truhe mit 3 Orens. Danke. Gehen wir mal am besten den Weg hier weiter entlang. Vielleicht gibt's ja hier irgendeinen Durchweg. Nee, gibt's nicht. Schade. Ein Versuch war es wert. Shit, okay. Dann muss ich wohl hier raus. Hol dir die Spießspitze vom Reliquienhändler. Okay, okay, okay. Dann nichts wie zurück, weil hier haben wir ja nichts mehr verloren im Endeffekt. Weil dieser Reliquienhändler war ja auch nicht unbedingt so hilfreich. Aber er hat uns sehr viel geholfen. Und der meint... Ja, die HP ignoriere ich jetzt auch mal. Und der meint... Der weiß es wirklich. Der weiß auch wirklich, was er tut gerade. So zumindest mein Verdacht. So, hier durch kann ich auch nicht. Schade. Dann gehen wir mal außen herum. Ja, die Kapelle hat mir auch nicht viel gebracht. Leider. Da waren wir ja auch eher angetrunken. Oder soll ich sagen besoffen? In dem Spiel kann man selbstverständlich auch besoffen werden. Und für die Leute, die sich natürlich fragen, warum leckt das gerade so? Das hat einfach damit zu tun, dass das Game so Ladesequenzen hat. Das Spiel wird übrigens gespielt mit einer GTX 980
Also sprich, dann, wenn du es jetzt quasi guckst. Und hinter uns sind wieder Gegner. Och nein. Die ignorieren wir. Tschüssi. Verdammt, Steine. Nichts als Steine. Ja, und der Typ sucht wohl Steine. Aber keine Feuersteine, damit er hier Feuer machen kann. Der alte Schniedel. Erstmal natürlich hier in das Heerlager. Wo bist du? Boah, sei still, ey. Komm, wir fragen jetzt mal. Ach, der ist betrunken. Logisch. Der ist betrunken. Logisch. So klar wie Kloßbrühe. Der Typ ist betrunken. Was ist denn da Vater, los? Lass mich in Frieden. Frieden? Hier geht es um Leben und Tod. Deine Mutter reißt mich in Fetzen, wenn dir was zustößt. Nein, um meine Ehre geht es hier. Was Mutter in Fetzen reißt, ist mir ganz gleich. Ich gehe mich jetzt vorbereiten. Was zum Teufel? Sprich mit dem alten Soldaten in der Kantine. Naja. Lässt sich wie ein Land zur Schlachtbank führen. Und ich bin machtlos. Ja, ich glaube, der weiß, worum es hier geht. Manfred heißt er. Ist hier noch Platz? Welches Recht hätte ich, dir einen Platz zu verweigern? Vielleicht hast du kein Interesse an meiner Gesellschaft. Warum hast du Interesse an meiner? Ja, ich trinke nicht gerne allein, aber ich will jetzt auch nicht trinken. Ich brauche Hilfe, komm, das müssen wir mal sagen. Lass mich dir erst etwas zu trinken spendieren, dann erzähle ich es dir. Ist mir egal. Hast du Kummer? Mein Sohn hat beschlossen, sich umzubringen. Er will in den Zweikampf mit Letant Avet, dem Schlechter von Sidaris. Mein Sohn ist so gut wie tot. Oh mein Gott, wer ist dieser Letante? Letant Avet, wer ist das? Ein Mörder. Davon gibt es im Krieg reichlich. Nein, den Feind zu töten ist nicht dasselbe wie die eigenen Leute zu meucheln. Und darin ist er richtig gut, der Beste. Ah, gibt es einen Zweikampf? Was ist das für ein Zweikampf, den Sie da planen? Weißt du das nicht? Wir sitzen seit Wochen rum. Hänselt hasst es, wenn nichts los ist. Also sorgt er für Unterhaltung. Du sprichst von Ritterturnieren. Ich weiß, wovon ich spreche. Mit Turnieren hat das nichts zu tun, eher mit Schlachtfesten. Hinterher wird fast jeder rausgetragen. Als in unserer Einheit bekannt wurde, dass die 6. Kompanie den Schlechter von Sidaris aufstellt, da hat sich keiner freiwillig gemeldet. Sven hat schlicht den kürzesten Stroh angezogen. Konnte er nicht ablehnen? Er kann, aber das geht dem Rotzlöffel gegen die Ehre. Ich habe mir die Kehle wund gefleht, aber er ist stur wie ein Bock. Was will ein Toter mit Ehre? Gar nichts, aber ich werde ihm helfen. Und das finde ich mal einfach nur so geil, dass wir uns dafür entscheiden können. Und wenn ich dir helfe? Was ist denn das für eine Frage? Hilfst du mir dann auch? Wenn du meinen Sohn rettest, tue ich alles für dich. Ich nehme dich beim Wort. Wo finde ich Sven? Er trainiert vor der Kantine, beim Söldnerzelt. Kannst ihn kaum übersehen. Oh mein Gott. Wieso schlägt er nach mir und nicht nach seiner Mutter? Wie geil ist das denn bitte? Okay, das mache ich. Ach, das ist der sogar hier vorne. Aha, das ist der Sven also. Svenny Boy. Nix da kämpfen. Lass mich zufrieden, Hexer. Ich habe keine Zeit für Geplauder. Ach, warte mal bloß ab. Rede ich mit Sven? Wer will das wissen? Jemand, der dir den Arsch retten kann. Mach dich vom Platz. Ja, spiel mal nicht den Helden, ganz ehrlich. Ist ja auch bei Kindern so. Oder auch bei Erwachsenen manchmal. Dass die einfach übertreiben, in vielen bestimmten Momenten, im Leben vor allem. Jetzt spiel doch nicht den Helden. Woher kennst du mich? Ich habe mit deinem Vater gesprochen. Er hat die Trauermär vom armen Sven erzählt und du hast beschlossen, mich zu retten? Nun, ein fahrender Ritter bin ich nicht. Du ja auch keine Prinzessin. Ich habe deinem Vater versprochen, dir zu helfen. Dann geh zu ihm und entschuldige dich für die Lüge. Dir muss es ja übel gehen, dass du so dringend sterben willst. Übel geht es mir, wenn ich kneife. Von Feigheit ist nicht die Rede. Wovon denn dann? Willst du den Schlechter entsenden, die Jungfrau von Edirne zu entjungfern? Wir werden zusammen gegen zwei von ihnen kämpfen.
Deine Ehre bleibt so makellos wie die einer 100-jährigen Nonne. Wieso tust du das? Weil ich dir helfen will, du behinderter Spasti. Meine Güte, komm doch bitte dahinterher. Es geht um dein Leben, dein Vater liebt dich, Mann. Boah. Ich hab's dir schon gesagt, dein Vater hat mich darum gebeten. Und du willst nichts als seinen Wunsch erfüllen. Genau. Du lügst. Was spielt das für eine Rolle? Oh mein Gott. Ja, das müssen wir natürlich machen und ich werde das tun. Vor allem, ich finde solche Vater-Sohn-Angelegenheiten irgendwie sehr interessant. Und da werde ich bestimmt euch vielleicht sehr viele Geschichten noch zu erzählen. Aber erstmal fordern wir diesen Hallodri heraus. Was ist das denn? Du hast so viel feindliche Propaganda gehört. Okay. Ja, aber wenn sie die sieht ja komisch aus. Mach dir keine Gedanken. Der Hexer wird mit allem fertig. Oh, die lästern wieder. Ich suche Letant Avet, den Schlechter von Cidaris. Und willst was, bitteschön? Du Scheißkerl, ich suche einen würdigen Gegner, das wäre natürlich hammergeil. Aber ihn dann direkt so zu provozieren, das ist eben so richtig klassisch, The Witcher. Ich will mich mit dir messen. Kurios. Alle anderen machen sich schon ins Hemd, wenn ich nur einen Zahnstocher in die Hand nehme. Man sagt, du wärst einem Hexer ebenbürtig. Dreiste Lüge. Ich bin besser. Wir werden sehen. Du musst dich gedulden. Ich bin schon zu einem Kampf verabredet. Wir könnten 2 gegen 2 kämpfen. Wir sind doch von der Blüte des Rittertums von Kaedwen umgeben. Da ist an Freiwilligen sicher kein Mangel. Wenn Letant es gestattet, würde ich gern an seiner Seite kämpfen. Ich bin Edwin Leistam, auch Blütenblatt genannt. Blütenblatt? Ich brauche keinen Weiberschwarm auf dem Turnierplatz. Du tust mir Unrecht, Letant. Ich trage den Namen, weil ich meinen toten Feinden Blütenblätter in den Mund stecke. Das würde dem Hexer auch stehen. Na gut, du bist dabei. Schau, das läuft doch wieder nur darauf hinaus, dass wir Eichhörnchen niedermachen. Wie geil ist das denn bitte? Sei gegrüßt. Oh mein Gott, ja, das machen wir definitiv jetzt noch. Und? Hat er zugestimmt? Mhm. Ekelhafter Kerl, wie? Ausgesucht ekelhaft. Bereit? Ja. Na dann? Holen wir uns die beiden. Jetzt geht's los. Jetzt gib's auf die Nase. Eure Majestät, edle Herren, Soldaten. Zum Kampfe 2 gegen 2 trete nunmehr an der Schlechter von Cidaris, Letant Avet, und an seiner Seite der berühmte Edwin Leistam, auch Blütenblatt genannt. Und dies sind die Gegner. Sven irgendwie und Geralt von Riva, Hexer. Mögen die Götter den Siegern hold sein. Fangt an! Sven irgendwie vor allem, okay. Jetzt wird's schön aufgeräumt, mein Freund. Nimm das, du dreckiger Penner. Jetzt gibt's auf die Nase. Anker ist der schwach. Die Nudel. Komm her. Nächster Pizza essen. Okay, jetzt noch unser Freund hier, Edwin. Der hat ja ein Schild auf dem Rücken, das ist unfair. Nimm das. Bam. Und das für Sven, irgendwie. Und für seinen Vater. Für die Ehre. Und zack. Ruhm den Sieger. Ehre den Besiegten. Der Preis des heutigen Zweikampfs ist ein Adelstitel. Diesen geruht seine gütig über uns herrschende Majestät großmütig dem jungen Sven zu verleihen. Die Zeremonie findet heute noch statt. Die nächsten Kämpfe werden in Bälde ausgerufen. Es lebe Hänselt, König von Kaedwen! Das war ja mal was, oder? Sprich mit Manfred, natürlich, dem Vater von Sven. Aber ich bin gespannt, was Sven eigentlich so zu sagen hat. Immerhin, jetzt haben wir eigentlich ein Leben gerettet und eine Familie. Und das finde ich halt mega praktisch hier in dem Spiel, dass man Einfluss hat auf das Leben anderer. Danke, du hast meine Ehre gerettet. Eher dein Dickschädel. Ich werde Ritter. Der König selbst wird mich zum Ritter schlagen. Du wurdest vor 18 Lenzen in einem Schweinestall geboren. Daran wird dein neuer Titel nichts ändern. Hexer, ich versprach für dich zu tun, was immer du willst. Mein Wort ist so gut wie das eines Edelmannes. Du hast mir also nicht umsonst geholfen. Umsonst ist nur der Tod. Ja, das muss ich natürlich sagen.
Alles hat seinen Preis. Und? Was verlangst du? Informationen über Leute, die quadratische Münzen bei sich tragen. Vater! Schweig! Warum interessiert dich das? Das ist ein Geheimnis. Oder natürlich, was eigentlich los ist. Wir sollten eigentlich bei der Sache ehrlich sein. Ich muss erfahren, was es mit all dem auf sich hat. Das ist eine lange Geschichte. Ich habe Zeit. Es begann noch vor der Schlacht von Brenner, als wir Edirn mit Nilfgaard geteilt haben. Eine unglaubliche Schande. Was hat das mit den Münzen zu tun? Alle wollten sich mit den Schwarzen schlagen. Keiner wollte sich mit ihnen verbrüdern. Ein paar Offiziere haben eine Verschwörung organisiert, mit diesen Münzen als Erkennungszeichen. Wer das war, ist nicht bekannt. Aber der Samen des Komplotts fiel auf fruchtbaren Boden und keimte rasch. Nach Brenner wurde es still um die Verschwörer. Sie wussten selbst nicht recht, was sie wollten. Aber in letzter Zeit haben sie wieder Zulauf erhalten. Henselt und Nilfgaard rücken enger zusammen. Wer weiß. Henselt empfängt den Greis und führt lange Gespräche mit ihm. Die Verschwörer wollten nie etwas anderes, als dass sich die Schwarzen aus unseren Angelegenheiten raushalten. Du weißt eine Menge. Hast du auch so eine Münze? Ich bin alt und weiß, dass Macht und Herz nicht zusammengehen. Zu wissen, wer eine Krone zurechtträgt, maße ich mir nicht an. Aber mein Sohn glaubt noch an gerechte Monarchen. Warum interessiert dich das? Das kann ich dir nicht sagen. Und du mauerst auch? Das Wort eines alten Soldaten ist kein Strohwisch für den Donnerbalken. Ich will damit nichts zu tun haben. Geh zum Bordell von Madame Carol. Frag nach Lispelotte. Madame führt dich zu ihrem Zelt und lässt euch allein. Lotte fragt dann nach deinen Wünschen. Sag ihr, du möchtest, dass ihr Lächeln dir die Pforten des Paradieses öffnet. Sind wir damit quitt? Ja. Und hüte dich vor Vincent Traut. Er könnte sich mit den Verschwörern versteckt halten. Der Kerl ist gefährlich. Detmold lässt ihn suchen. Wegen ihm drücken wir noch alle die Wange auf den Richtblock. Wenn der Drecksack dem Zauberer in die Hände fällt, wird er uns alle verraten, damit er ungeschoren bleibt. Ich bin vorsichtig. Traut trägt eine magische Rüstung. Selbst für dich könnte er ein schwieriger Gegner sein. Der Schlechter von Sidaris. Oh mein Gott. Mann, was war das denn gerade, bitte? Was für eine Atmosphäre. Und ich verabschiede mich hier. Das war natürlich mega geil gerade, dass wir uns da so einsetzen konnten. Eieieiei. Wir sehen uns nächstes Mal. Tschö. Odrin! Immer noch auf der Suche nach Münzen? Hexer! Was? Wir...